Hey, ich bin Justus vom Pointer. Der Unibetrieb an den meisten deutschen Hochschulen ist nach wie vor lahmgelegt. Das bedeutet auch, die Unibibliotheken bleiben geschlossen. Die Suche nach Forschungsliteratur wird für Studierende, die Hausarbeiten schreiben müssen, dementsprechend sehr stark erschwert. Im heutigen Blog möchte ich euch deshalb Tipps geben, wie ihr auch trotz geschlossenen Unibibliotheken weiterhin wissenschaftliche Texte finden könnt. Die meisten Bibliotheken, von denen ich gehört habe, bieten zwar an sich keine Ausleihe von Büchern mehr an, haben allerdings Sonderregelungen gefunden, beispielsweise für Studierende, die gerade eine Masterarbeit oder eine Dissertation schreiben. Wenn du davon betroffen bist, kann es oft helfen, sich vorher einmal zu informieren, ob du dir vielleicht noch postalische Literatur zusenden lassen kannst. Gleichzeitig bieten natürlich auch jetzt schon sehr viele Bibliotheken Online-Formate an wissenschaftlichen Texten an. Viele der Bibliotheken haben bereits vor Corona damit angefangen, immer mehr Literatur online zugänglich zu machen. Diese Angebote kannst du natürlich weiter nutzen. Verschaffe dir erst einmal einen Überblick über die Literatur zu deinem Thema, die deine Bibliothek jetzt schon online bereitstellt, und schau danach, was du noch weiter recherchieren musst und wo du dich vielleicht noch ein bisschen über andere Quellen informieren solltest. Als nächstes kann es auch sehr hilfreich sein, einmal die eigenen Semesterapparate durchzugehen und zu schauen, ob man in den vergangenen Semestern vielleicht einen Text bearbeitet hat, der auch für den derzeitigen Forschungsgegenstand hinreichend ist. Ich habe im Laufe meines Studiums natürlich sehr viele verschiedene Texte gelesen und die auch alle gespeichert, und dadurch habe ich mittlerweile meine eigene kleine Bibliothek auf dem Laptop. Fast bei jeder Hausarbeit finde ich in meinen alten Texten immer noch 2 bis 3 wissenschaftliche Quellen, die auch für meine derzeitige Arbeit hilfreich sein können, und dadurch spare ich mir natürlich mehr Recherche. Andererseits habe ich die Dateien schon auf meinem PC und dementsprechend direkt Zugriff darauf. Dabei kann es auch sehr hilfreich sein, einfach mal seine Kommilitonen darauf anzusprechen, ob diese vielleicht noch in ihren privaten Bibliotheken ein paar Texte haben, die zu deinem Gegenstand passen. Deine Kommilitonen haben natürlich andere Seminare besucht als du selbst und dementsprechend einen Zugriff auf einen anderen Pool an wissenschaftlichen Quellen, als du es hast. Dabei stößt man oft auf sehr interessante Inputs, die man normalerweise nicht bekommt, und hat die Möglichkeit, Texte zu finden, die man normalerweise vielleicht nicht mal in der Bibliothek finden würde. Auch wenn die Homepages der Unibibliotheken und die eigenen Texte und die von Kommilitonen schon gute Grundlagen bilden können, sind wir natürlich insbesondere zurzeit auf Online-Datenbanken angewiesen. Online-Datenbanken wie Springerlink bieten über Lizenzen Zugriffe auf sehr viele verschiedene wissenschaftliche Texte an. Allerdings sind diese Lizenzen oft sehr teuer. Der Vorteil ist, dass viele deutsche Hochschulen jetzt schon Lizenzen für Studierende anbieten, über die sie Zugriff auf verschiedene Datenbanken haben. Informier dich am allerbesten bei deinem Rechenzentrum oder bei deiner Bibliothek darüber, ob du über einen VPN-Client Zugriff auf Datenbanken hast und um welche Datenbanken es sich dabei handelt. Gerade über solche Datenbanken hat man oft die Möglichkeit, sehr viel zu finden und sehr viele verschiedene Texte zu finden. Und das kann als Basisrecherche schon den Großteil der Arbeit für dich machen. Zurzeit gibt es natürlich besondere Umstände, und das kommt der Literaturrecherche zugute. Sehr viele Datenbanken, die normalerweise Geld kosten, bieten gerade Gratiszugänge für Studierende und für alle Bürger in Deutschland an. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Staatsbibliothek in Berlin. Diese bietet gerade ein Anmeldeverfahren an, über das man einen Zugriff auf Online-Dateien der Bibliothek erhält, sodass man auch als Kölner oder als Hamburger Zugriff auf die Berliner Staatsbibliothek hat. Eine andere gute Quelle ist gerade die Seite getabstract.com. Diese kostet normalerweise Geld, bietet allerdings gerade für das Kontaktverbot Online-Zugänge an, die komplett gratis sind und dir die Möglichkeit geben, Abstracts, also Kurzzusammenfassungen von Texten, gratis einzusehen. Fast jeden Tag kommen derzeit Datenbanken dazu, die temporäre Gratiszugänge anbieten, und das ist für die Literaturrecherche etwas sehr Schönes, weil man den Zugriff auf Datenbanken hat, auf die man normalerweise niemals einen Zugriff bekommen könnte. Beispielsweise auf Hochschulbibliotheken, die von anderen Hochschulen sind, oder Datenbanken, die normalerweise einfach zu teuer für einen selber sind. Der letzte Tipp, der auch jetzt bei der Literaturrecherche hilfreich sein kann, ist, dass man noch einmal Kontakt zu seinem Professor aufnimmt. Die meisten Professoren, die ich kenne, stellen natürlich jedes Semester schon Literatur für die Studierenden zur Verfügung, haben allerdings auf ihrem PC zu Hause noch sehr viel mehr davon. Natürlich sollte man immer bei der Literaturrecherche sich ein kleines bisschen mit seinem Prof auseinandersetzen, was für Quellen er empfehlen würde, aber gerade jetzt ist es sehr hilfreich, einfach mal eine Mail an den Prof zu schreiben und ihn zu fragen, ob er dir vielleicht 2 bis 3 Texte einfach als PDF oder EPUB-Datei zukommen lassen kann. Dadurch findest du zum einen Texte, die direkt von deinem Prof abgesegnet sind. Andererseits hast du die Möglichkeit, an Texte zu kommen, auf die du normalerweise vielleicht keinen Zugriff hast, weil deine Bibliotheken gerade geschlossen sind.
Am Ende interessiert mich natürlich noch, ob ihr noch einen Tipp für Literaturrecherche habt, den ich gerade nicht genannt habe. Lasst einfach mal einen Kommentar da oder lasst einen Kommentar da mit einem Thema, das ich in einem der nächsten Vlogs aufarbeiten kann. Bis dahin, bleibt sicher, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Wir sehen uns dann im nächsten Vlog. Ciao!